In diesem Video führe ich dich komplett durch die verlorene Festung, zeige dir alle Knochenfeuer. Hier gibt es zwei wichtige. Einmal gibt es hier Macduff, das ist ein wichtiger Schmied. Und dann gibt es hier noch Strait. Dieser Typi verwandelt deine Bossseelen in super heftige Bosswaffen. Falls du den Weg zu der Festung noch nicht hast, dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Dort wirst du zu der Festung durchgeführt. Okay, rennt hier erstmal los. Hier gibt es zwei verschiedene Wege. Wir gehen gleich mal den guten Weg. Hier einmal runter, dann nach rechts. Denn bei diesem Weg können wir gleich die Abkürzung zu Macduff freischalten. Dann rennst du hier durch. Hier sind zwei Hunde und einige Ritter. Nachdem du sie getötet hast, gehst du hier einfach weiter. Weil hier gibt es einen kleinen, eine Leiter und ein kleines Geheimnis. Und dann kannst du dich hier von hinten töten. Machen dir nicht solche Probleme. So, dann tötest du den hier. Und wenn du hier auf die Fässer draufschlägst, dann explodiert hier die Wand und dahinter ist ein Geheimnis. Wenn du das Ganze hast, gehst du hier einfach weiter. Hier kannst du den Stein einsetzen, gleich am Anfang. Dann kommt hier so ein Assassine. Wenn du ihn gekillt hast, kannst du hier hochklettern. Durchsuch hier alles in Ruhe. Und dann geht es hier weiter. Dann hier nach rechts. Nach links und dann springst du hier raus. Und hier wichtig, schieß den am besten an, weil sonst explodiert das Fass hinter ihm. Der soll dir keine Probleme machen, weil wenn du auf ihn draufschlägst, kann das Fass wie gesagt explodieren. Und dieses Fass, da rennst du einfach dagegen und dann rollt es runter und schaltet dir den Weg zum Macduff frei. Ist jetzt bei mir nicht passiert, weil es ja schon explodiert ist. Und hier ist dein zweites Knochenfeuer. Macduffs Werkstatt. Dann kannst du zu ihm hier rein und kannst bei ihm hier ja normale Sachen upgraden, so wie bei jedem, aber auch deine Waffe durchdringen. Dazu musst du ihm aber erstmal eine Glut bringen. Wo sich die Glut befindet, erfährst du in diesem Video. Es ist auch angepinnt im Kommentarbereich und in der Videobeschreibung. So, hier kannst du übrigens die Hunde abfarmen, wenn du Menschlichkeit brauchst. Du gehst jetzt aber hier weiter. Dem Typ hier vorbei. Und hier ist eine Tür, die du nicht öffnen kannst. Die kannst du später dann von der anderen Seite öffnen. Wir gehen jetzt hier rein. Hier sind zwei Ritter. Wenn du sie getötet hast, kannst du hier weiter. Hier ist ein Typ hier, den du mit dem Duftzweig erstmal beseitigen musst. So ein Steintyp. Danach kannst du hier die Tür öffnen und kannst hier nach rechts. Hier sind ganz, ganz viele Ritter. Pass auf, dass sie dich nicht umkreisen. Wenn du die alle besiegt hast, kannst du hier weiter. Hier sind nochmal vier Ritter. Und dann kannst du hier den Schalter ziehen und gelangst hierhin. Wenn du hier durch das Tor durchgehst, beginnt hier ein Bossfight gegen drei Hüter. Am besten du nimmst dir dann noch einen Verbündeten mit. Wenn du sie besiegt hast, gehst du hier durch. Hier nochmal rum, dann kommst du hier oben raus, dann geht es hier nach rechts, da kannst du übrigens drüber springen mit Anlauf, ist ein bisschen knapp, kann sein, dass du da runterfällst ein paar Mal. So, und dann kommst du hier raus, hier ist dein nächstes Knochenfeuer, das ist jetzt der Punkt Dienstbotenquartiere, dann kannst du hier rein, einfach nach unten runterklettern, hier ist Pharos Stein zum Einsetzen. Hier kannst du die Tür öffnen und hier ist ein Clan, den du beitreten kannst. Hier sind auch kleine Zwerge, die droppen die verrostete Münze. Das ist ein Verbrauchsgegenstand, den du einsetzen kannst, hier dieser, um die Dropchance noch mal ein bisschen zu erhöhen. Hier findest du auch noch einen Verbündeten, den du aktivieren kannst hier im Eck, um ihn für den Bossfight mitzunehmen. Wenn du dann hier angelangst, dann ist hier hinter der Tür der Gargoyle-Boss. Gehe ich einfach durch, besiegen. Dann geht es hier runter.
und hier findest du das nächste Knochenfeuer. Nun hast du hier einen Spezialpunkt. Das ist jetzt nicht die verlorene Festung, sondern der Sünderhügel. Und hier gibt es einen Punkt, das Salzfort. In der verlorenen Festung kriegst du den letzten Punkt erst später, wenn du etwas Spezielles machst. Das kommt dann noch am Kanal, das zeige ich dir dann. Und jetzt fehlt dir nur noch Straits Zelle. Die ist ganz wichtig, weil dort bekommst du die Boss-Sachen. Wir porten uns jetzt aber zurück zu den Dienstquartieren und jetzt gehen wir hier weiter. Nicht nach unten, sondern hier weiter. Öffnen hier die Tür. Gehen durch. Dann musst du hier nach links. Hier befindet sich ein Schlüssel. Pass auf, aber wenn du ihn nimmst, dann kann er dich hier runterschubsen. Also der Typ hier. Mir ist das passiert. Ich bin da runtergeflogen. So, wir gehen dann hier weiter. Hoch. Hier raus. Hier ist noch ein Zombie. So ein explodierender Schmuckosaurik. Die Tür ist umsonst. Da ist nichts dahinter. Hier kannst du aufziehen. Und du bist schon fast in Straits Zelle. Die ist halt sehr, sehr wichtig. Dann gehst du hier hoch. Also hier ist was. Du kannst dann hier hoch. Hier kann man noch aufziehen. Du gehst hier hoch und jetzt bist du in Straits Zelle. Öffne sie mit dem Schlüssel und hier ist dein letztes Knochenfeuer. Das ist der vierte Punkt, Straits Zelle. Und jetzt kannst du bei ihm deine ganzen Bossseelen eintauschen und ja, richtig gute Waffen, Schilder und auch Zauber, Wunder und Phyromantie erlangen. Schau dich am Kanal um, wir machen 100% zu Dark Souls 2. Außerdem mehr als 1000 Videos zu Elden Ring und wir haben Platin Guides zu jedem Resident Evil Spiel.